Hallihallo Freunde, ich bin's wieder, Outdoor Illner. Und heute, naja, da ich ja, wie ihr in der letzten Folge erfahren habt, hier ganz schlimm den Arm lädiert habe und nicht wirklich verteidigungsfähig bin, gehe ich auf Nummer sicher und suche mein altes Lager aus Folge 3 und 4 wieder auf. So sieht mein Lager von hier aus. Majestätisch. So dass ich mich quasi nur noch ins gemachte Nest setzen muss. Ja, genau. Mhm. Gut, dann, wie man immer so sagt, Weidmanns. Halt. Was ist das denn? Einer der seltenen Wombats sein oder ein Flachlandmakake. Ich weiß es nicht, aber es scheint aus meinem alten Lager zu kommen. Ich pirsch mich an. Ach du Scheiße, eine Schinake. Oh nein. In meinem Lager. Der sitzt auch noch auf meiner Mülltüte. Kann nicht wahr sein. Das ausgerechnet heute. Normalerweise würde ich den Invasoren einfach wegmessern, aber mit nur einem Messer. Ich hab Videos gesehen, die haben riesen Messer, sie nennen sie Schwerter und so Tantokling. Und ich habe so Filme gesehen, wie die Sachen damit durchgehauen haben, so. Riesenteile, wie mich. Da hilft nur eins, ich muss mit dem Kerl reden. Scheiße. Wünsche mir Glück. Das Messer wird schon mal entsichert. Nur für den Fall, dass ich mir ein Butterbrot schmieren will. Gut. Konnichiwa, I don't speak Japanese. Ich spreche kein Undeutsch. Ni hao. Ich glaube, der hat irgendwas über meine Mutter gesagt. Ni hao. Ho. Oh. Das wird kritisch. Damit habe ich gerechnet. Na gut, hilft nur eins. Übertriebene Höflichkeit. Ah, ich sehe, Sie sind in meinem Lager. Das ist aber schön. Ah, sehr schön. Sprechen Deutsch? Du sprechen Deutsch? Deutsch? So das, ne. Hi, hi. Ich versuch's mal anders. Ja, also, das Problem ist, ich kann mich mit dem Kerl nicht verständigen und ihn hier herauskomplimentieren. Das Gute ist, ich kann in die Kamera sprechen und sagen, was ich denke über den, sprechen wir es ruhig aus, Chinamann. Und tja, deshalb kann ich euch jetzt auch meine Strategie verraten, wie ich ihn körperlich und seelisch brechen werde. Da habe ich hier eine Plastiktüte. Da sind Sachen für diesen Fall dabei. Ja, hat schon bei den Indianern geklappt. Feuerwasser. Oh, ja, oh. Sake. Wie ist das da? Oh, trinken sonst unhöflich. Ja. Oh. Oh je, er kriegt's nicht hin. Ja, doch, klappt. Ah, lecker! Kampai! Kampai! Alles klar. Gut, jetzt habe ich hier noch was. Naschmonster, das ist genau das Richtige. Dextrosefrüchtchen. Das ist anscheinend so eine Art purer Zucker. Das ist genau das Richtige. Oh! Hui! Pokémon! Alles klar.
während er seinen Scheißschlaf frisst. Was tun man da? Reite ich hier schon mal eine Mülltüte für mich aus. Denn auf meiner sitzt ja schon wer. Wie hat er das denn jetzt hingekriegt? Oh, 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 muss sie rein. Der hat den Zucker in das Bier gekippt, oder? Ja, deswegen ermesse ich Leute lieber. Amai, immer amai, oi, si. Oh Mann, sprechen du Deutsch? Arigato. Ja. Oh, eine Mülltüte. Du sprichst Deutsch. Ja, natürlich spreche ich Deutsch. Ach so. Sie haben aber einen seltsamen Dialekt. Dafür hat er auch keine Schlitzaugen. Ja, ja, entschuldigen Sie, mein deutscher Herr. Ich habe gedacht, Sie sind Chinese oder so. Wieso das denn? Ja, wegen der Kluft. Ne, Moment, das ist Japan. Ja, sicher. Japan, aha. Ja, wir sind ja auch hier in Japan, nicht wahr? Ich bin hier gewandert und gewandert und habe dann hier mal Rast gemacht. Ach so, ja, da habe ich gute Neuigkeiten für dich. Wir sind hier nicht mehr in Scheißdrecks Japan, wir sind hier in Deutschland. Ja, und wieso sprichst du Deutsch, wenn du aus Japan kommst? Ich komme aus der schönen Pfalz. Ach so, aber wieso warst du in Japan? Also ich hatte ja angenommen, dass Deutschland zugrunde gerichtet wird. Ach so, ja, das ist auch so. Und ja, dann bin ich vor Schreck nach Japan geflüchtet, nicht wahr? Ach so, ein Refugee, ich sehe es schon, ja. Aber da haben sie dich wahrscheinlich reingelegt und haben gesagt, ja, geh hier wandern, damit du wieder raus bist. Ja, anscheinend. Ja, man nimmt nämlich keine Refugees. Ich habe dort auch kein Geld erhalten. Tja, nicht mal Yen. Dabei sind die sowieso nichts wert. Das nenne ich wahren Ethnopluralismus. Ja gut, aber ob nun Fahnenflüchtiger, Deserteur oder nicht, jedenfalls unser Wanderer, also ein richtiger Outdoor-Typ, so wie ich, da kann man ihm auch mal ein paar Fragen stellen und übrigens ignorieren, dass er versteht, was ich in die Kamera über ihn sage. Denn jetzt habe ich die Kamera schon da hinten aufgestellt und ich werde sie nicht nochmal umräumen. Alles klar? Gut, also Plausch unter zwei alten Outdoor-Hasen. was für ein Messer hast du denn dabei? Oder nee, fang mal so an. Wie viele, welche und die Klingenlänge. Aber natürlich muss ich nicht sagen, was mich belastet. Messer? Willst du mir sagen, du hast kein Messer dabei? Warum denn? Tja, ihr seht selber, es ist tragisch, aber unser Refugee hier hat ganz vergessen, was die deutsche Lebensart ist. Kein Problem, sage ich da nur, denn ich habe zum Glück ein sehr deutsches Mahl dabei. Dass ich ihm jetzt hier mal in den Rachen dollen werde, quasi, ne? Weil das geht einfach nicht, dass jemand undeutsch ist. So, da habe ich hier, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, Sauerkraut. Oh! Richtig Outdoor aus so einem Outdoor-Beutel. Oh, ich so! Ich zeig dir jetzt mal, wie man das isst. Das ist eigentlich nicht schwer. Und ungekocht? Ist küchenfertig und schnell serviert. Ganz einfach, ja. Kann man essen, wird man nicht krank von. So. Und was ist mit Teller und Stäbchen? Sowas brauchen wir hier nicht. Wir haben hier keine Stäbchen. Wir haben hier nur unseren eigenen Verstand, um ein leckeres Mahl zu uns nehmen. Und zwar nimmt man das einfach hier so. Pass auf, ich zeig's dir. Das ist eigentlich ganz einfach und man macht auch weniger Sauerei, als man vielleicht denkt. Und dann einfach hier so, Moment mal, halt mal.
einfach hier so essen. Einfach hier so essen. Einfach hier so essen. Das ist deutsche Küche. Willst du auch? Wir haben ja ernste Integrationsprobleme. Aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Wir schaffen das, sag ich immer. Deswegen muss ich das Sauerkraut wohl alleine mampfen. Aber meiner nächsten urdeutschen Verführung wird der Hurensohn hier bestimmt nicht widerstehen können. Almdudler. Oh. Lecker. Autoregel Nummer 1. Immer Bier, Sauerkraut und Almdudler dabei haben. Für den Fall, dass man so einen falschen Chinesen trifft, den man regermanisieren muss. Ja, bitteschön. Oh, süße. Dass der gut schmeckt. Süße. Und ich trinke es hier aus dem Outdoor-Becher. Mmh. Der kulinarische Streifzug geht weiter. Mit original deutschen Brötchen, frisch von gestern. Und Schinkenwürstchen. Oh. Extra zart, ohne Darm. Lecker Würstchen und dazu Sauerkraut. Oh, süßer, ne? Süßer. Ja, schön Sauerkraut. Hier kannst du auch selbst drauf tun. Nö. So. Reicht ihm schon. Nur ganz kleiner Klecks. Ja, das hier ist ein richtig gutes deutsches Sauerkrautwürstchen. Da freue ich mich drauf. Naja, man muss es auch nicht übertreiben mit dem Deutschsein. Es geht halt nichts über die westliche Kultur. Hey! Dein Gelächter nimmst du zurück! Ich fordere dich heraus! Oh, Scheiße. Schau! Dieser Baum steht hier bestimmt schon so lange, wie der 30-jährige Krieg andauerte. Seit 1000 Jahren. Ja, ich kann auch rechnen. Und? Was ist mit dem Ding? Bringe diesen Baum zu Fall. Nichts einfacher als das. Ich habe Probleme mit dem Arm. Greenpeace mal wegsehen, hä? Jetzt hab ich's. Ja, der ist hier offensichtlich verwurzelt. Das ist nicht fair. Ich bin hier nicht verwurzelt. Was soll ich dazu sagen, außer du schaffst es auch nicht. Haha, die Wurzeln sind nicht das Problem. Tja, da bin ich schon mal gespannt. Mr. Miyagi. Ja. Und was soll das? Wen habe ich nun zu Fall gebracht? Dich? Aus meiner Perspektive den Baum. Ah, so ein Schwachsinn. Ja, Leute, ihr habt es ja mit eigenen Augen gesehen. Ich habe gewonnen. Was? Und gewonnen? Hat nur einer.
Und wer? Der Bau. Ja, also mir wird das hier jetzt langsam zu doof. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Wisst ihr was? Der blöde China-Penner, der kann das Lager haben. Ich mache mir einfach irgendwann ein neues, wenn mein Arm wieder gesund ist. Und dann werfe ich auch den Baum hier um. Alles kein Problem. Ja, viel Spaß hier wünsche ich dir. Ne? Piekst dich an den Dorn und so. Arigatai. Ja, alles klar. Nur eine Frage habe ich noch. Wer bist du eigentlich? Ich bin Mountain Mumme. Denn ich komme aus dem Walde. Und vergesst nicht, überlebt oder lebt. So ein Scheißdreck, überlebt oder sterbt. Ist meine Kamera. Ist meine Show hier. Das Auto hier, da nicht Mountain Mumme. Scheiße!